Wir haben also einen Stammabteilung, Basidiomycota, im Gegensatz zu Ascomycota, Ständerpilze, die aus einer Reihe von Klassen zusammengesetzt sind. Wir sind in der Klasse Agaricomycetes und dort haben wir Ordnungen, die alle auf Ales enden. Wir haben die Poletales schon gehabt am Anfang des Vortragszyklus, sind jetzt bei den Agaricales, Champignonartige. Und dort wiederum haben wir eine Menge Familien mit der Endung ACEE, ACE. Zum Beispiel Agaricaceae, Champignonverwandte, Amanitaceae, die Rüstlingsverwandten, die kommen einen extra Vortrag noch einmal, die haben freie Lamellen. Und dann haben wir auch Gattungen, wo die Lamellen nicht frei sind, wo sie am Stiel herablaufen oder am Stiel angeheftet, angewachsen sind, die Tricholomataceae, die Ritterlingsverwandten, die Hygrophoraceae, die Schnecklingsverwandten, die wir letztes Mal auch schon hatten, mit nicht freien Lamellen, wie gesagt. Das ist als Überblick. Und insgesamt habe ich mich mehr auf Gattungen konzentriert als auf Familien, weil bei Familien sich jetzt allerhand tut. Also was die gemeinsamen Merkmale betrifft, was Merkmale von Familien, von Gattungen betrifft, ist es für den Pilzfreund, der sich an dem Aussehen der Fruchtkörper orientiert, am besten sich die Familien anzuschauen und schauen, ob sich die gemeinsamen Merkmale von Familien zu behalten und sich anzugewöhnen. Ja, wir kommen in eine Familie, die zu den Tricholomaceae gehört. Das sind die Trichterlinge. Trichterlinge, das ist das, Trichozybe, Trichterlinge. Das ist eine Familie, von der ich, wie ich begonnen habe, glaubte, dass man die leicht festmachen kann an den Lamellen, die am Stiel herablaufen. Am Stiel herablaufende Lamellen machen den Eindruck, als ob der Pilz einen trichterförmigen Fruchtkörper hätte. Und das ist zum Beispiel bei dieser Art, die wir hier im Bild haben, bei der Ampulocytozoebe clavipes, beim Keulenfußtrichterling der Fall. Und obwohl man den eigentlich so als Laie, sage ich einmal, der auf die Fruchtkörper schaut, als prototypischen Trichterling auffassen könnte, ist er das nicht oder nicht mehr. Man hat ihn immer schon als eigene Art zu einer besonderen Familie, die nur aus einer Art eigentlich besteht, zugehörig gesehen. Und das hat schließlich darin gemündet, dass er einen neuen Namen bekommen hat, Ampulocytozybe. Und dieser Ampulocytozybe, diese Familie, ist jetzt nicht mehr bei den Trichterlingen, sondern man höre und staune, ist bei den Hygrophoraceae mittlerweile, Wachsblättler. Das ist das Ergebnis offenbar von phylogenetischen Untersuchungen und einem diesbezüglichen Abstimmungsprozess, warum der also nicht mehr bei den Tricholoma, bei den Tricholoma-artigen dabei ist, sondern ganz woanders gelandet ist. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine Einzelart, die man sich als Anfänger auch gut merken kann. Nicht immer haben wir so einen schönen keulenförmigen Fuß, einen keulenförmigen Abschluss vom Stiel. Stielbasis keulenförmig ist nicht immer so ausgeprägt. Wir haben aber immer so einen graulichen Ton, der stark kontrastiert mit den cremeweißen Lamellen, ist gut zu erkennen. Ist gegessen worden früher, aber ist nicht mehr zu empfehlen. Ist hemmt den Abbau von Alkohol, ist giftverdächtig, hat also zu Problemen geführt. Ja, die Trichterlinge sind Fruchtkörper mit unterschiedlichen Größen. Sie sind Saprobionten, das heißt, sie sind Zersetzer, sie sind Folgezersetzer, sie zersetzen Abfälle, Bioabfälle hauptsächlich im Wald. Es gibt circa 50 Arten. Wichtige Merkmale für die Artbestimmung ist einmal, wie ist der Hut? Ist der Hut beschaffen? Ist er glatt? Ist er faserig? Ist er bereift? Ist er schuppig? Wie schaut der Stiel aus? Hygrophan, nicht hygrophan, ist wichtig. Hygrophan bedeutet, dass der Pilz im trockenen Zustand eine andere Farbe hat als im feuchten Zustand.
Und das ist ein wenig verwirrend, wenn man den Pilz halt zu unterschiedlichen Zeiten findet, kann aber ein gutes Merkmal sein. Man sieht dann auch, ob der Hutrand gerieft ist oder nicht gerieft ist. Bei euch zum Beispiel sieht man, dass der Hutrand gerieft ist, trocken dann nicht mehr. Also das ist ein wichtiges Merkmal auch. Wie gesagt, der Hut ist trichterförmig, das heißt etwas vertieft. Selten ist er auch ein bisschen gewölbt. Man sieht das auch beim Keulenfußtrichterling, dass er ein bisschen zeitweise der Hut sich wölbt. Die Lamellen laufen am Stiel herab oder sind sehr breit angewachsen. Geruch und Geschmack ist wichtig. Geruch ist überhaupt ein sehr wichtiges Merkmal. Zahlreiche Trichterlinge haben einen sehr eindeutigen, markanten Geruch. Die Sporenfarbe ist nicht nur weiß, sondern sie kann dann bis über cremefarben bis zu graurosa gehen. Da schlägt etwas aus der Reihe und sind halt ein paar so Ausnahmen dabei, die nicht komplett weißsporig sind. Dann haben wir eine Art Satellitengattung. Man hat eine Anzahl von Arten aus den Zwitterzüben herausgeschält und in eine Subgattung, wenn man so will, in Fundipolyzybe abgespalten. Ist also für den Anfang jetzt eigentlich nicht wichtig. So stellte ich mir einen Trichterling früher vor. Wir haben die Lamellen, die am Stiel herablaufen. Klassisch. Aber in diesem Falle ist es so, dass man sieht, dass hier auf der linken Seite schon ein bisschen die Lamellen lassen sich von der Hutunterseite ablösen. Das heißt, man kann mit dem Finger ein bisschen verschieben und dann lösen sich die Lamellen ab und lassen sich sehr sauber vom Hut trennen. Das bedeutet, dass es in diesem Fall diese Art nicht zu den Flitterzüben gehört, sondern zu den Lepisten. Das ist eine Lepista flaccida, ein Fuchs, ein fuchsiger Rötlerwitterling. Ja, zum Speisewert der Trichterlinge. Es gibt einige sehr stark giftige, weißliche oder fleischfarbene Arten, die Muskarin enthalten. Und von den Speisepilzen schaut es eher dürr aus, also das ist keine Gattung für Speisepilzliebhaber. Es gibt eine wärmeliebende Art, den buchsblättrigen Trichterling, Zwitterzübe alexandrae, der in Italien vor allem auch als Speisepilz gesammelt wird. Es gibt die Zwitterzübe oder jetzt in Fundipolyzybe geotropa, den Mönchskopf, den kann man essen, sehen wir auch kurz. Die Zwitterzübe odora, den grünen Anistrichterling, ist essbar. Und bei der Zwitterzübe nebularis handelt es sich um einen Pilz, der immer wieder ein bisschen hin und her gependelt ist zwischen den Zwitterzüben und zwischen den Lepisten. Der war früher eigentlich ein gängiger Speisepilz, aber ist mittlerweile zu streichen. Es hat zahlreiche Schwierigkeiten gegeben. Und den Keulenfußtrichterling hatten wir bereits. Ja, hier eine schöne Großaufnahme von Zwitterzübe nebularis, dem nebelgrauen Trichterling. Ist, wie gesagt, eben früher war ein beliebter Speisepilz. Man wusste immer schon, dass man ihn vor Genuss abkochen muss, aber auch das nützt nichts. Also es ist dubios. Der Pilz sollte nicht gegessen werden. Und erkennbar ist die Zwitterzübe nebularis im Grunde daran, dass der graubraune Hut noch weißlich überreift ist und vor allem der Geruch ist sehr markant, schwer zu beschreiben. Ein Geruch, den man sich, wenn man den Pilz findet, gut einprägen sollte, weil man diesen Geruch nicht mehr so schnell aus dem Gedächtnis bekommt und man den immer wieder parat hat. Und da kann man den Pilz eigentlich gut erkennen. Es kann zu Massenvorkommen kommen. Also der Pilz ist bei passender Witterung, vor allem also wenn dann im späteren Herbst immer noch genug Feuchtigkeit und noch nicht zu kalt, kann man den Pilz massenweise finden. Und es gibt auch eine weiße Form, eine variable Form, eine weiße Varietät von Zwitterzübe nebularis, die man auch dann sehr schön am Geruch kennt. Man sieht auch hier, der Habitus des Pilzes, so schaut eigentlich eine Zwitterzübe nebularis, Lepista nebularis aus. Das heißt, ein sehr kräftiger Pilz.
Und eine Verwechslung wäre auch aufgrund der Jahreszeit in diesem Fall bei der weißen Form möglich mit der Lepista irina, dem Veilchenrötel-Ritterling, der essbar ist. Und möglicherweise kann es sich auszahlen, ein bisschen zu überlegen, wenn der Pilz nicht ganz so weiß ist, könnte es sich um eine Seltenheit handeln. Also wer den mykologischen Kalender heuer durchgeblättert hat, schon ein bisschen den mykologischen Kalender 2021, wird sehen, dass im August eine Clitozybe marciorum, ein Fäblingstrichterling, vorgestellt wird. Eine sehr seltene Art, die irgendwie auch dazu passt, zu denen, was man hier an Lepisten und Clitozyben sieht. Das ist also schon wieder ein weißer Pilz, genauso wie beim letzten Mal. Daher habe ich mich entschlossen, ich stelle noch mal ganz kurz alle weißen Pilze vor, die wir beim letzten Mal hatten. Da hatten wir den Riesenrötling Entoloma sinuatum und den Mehlriesling Clitopilus brunnulus. Beide haben es gemeinsam, sie haben ein rosafarbenes Spornpulver. Damit hört sich's aber schon auf, denn der Riesenrötling ist giftig und der Mehlriesling ist essbar. Und die sollten eigentlich gut unterscheidbar sein, weil der Mehlriesling sehr stark nach Mehl riecht. Unter anderem die Lamellen laufen weit herab. Ich habe das beim letzten Vortrag gehabt schon. Ebenso sollte man nicht vergessen auf weiße Trichterlinge, die jetzt hier in diese Gattung gehören, die wir gerade besprechen. Hier die Clitozybe Phyllophila. Es gibt ein paar weiße Trichterlinge, die sich ähnlich schauen, mitunter nicht so leicht zu unterscheiden sind in der Grundfarbe eigentlich so fleischbräunlich und sind weiß bereift. Und wenn die weiße Bereifung ein bisschen mit dem Alter dann weniger wird, dann sieht man also die ursprüngliche Grundfarbe des Hutes beim Clitozybe Phyllophila, ebenfalls ein giftiger Pilz. Die Callosybe cambosa, der Maipilz, jahreszeitenmäßig, zeitig im Frühjahr, und daher sollte er sich mit einigen Pilzen nicht treffen und nicht zur gleichen Zeit zu finden sein. Es ist wichtig, der ist essbar. Bei weißen Pilzen immer, muss man immer sehr stark aufpassen. Wie man da sieht, gibt es giftige Doppelgänger. Der Maipilz hat komplett weiße Spornpulver. Der Hut ist nicht immer rein weiß. Der geht auch ein bisschen ins Ockerbräunliche, riecht nach Gurkenmehl. Wird zur selben Zeit wächst der Ziegelrote Rispilz, Inozybe erubescens. Der sollte eigentlich nicht verwechselt sein, denn der ist ein Braunsporer und riecht ganz anders. Kann aber an ähnlichen Standorten vorkommen, ist giftig. Und dann habe ich noch eine zweite Tafel mit weißen Pilzen und dann sind wir durch mit der Wiederholung praktisch. Wir haben den rosablättrigen Hellchampignon, der aussieht wie ein weißhütiger Champignon, aber keine dunklen Lamellen und auch dadurch kein dunkles Spornpulver hat, sondern weiße Spornpulver. Wir haben die Tricholoma columbeta, den Seidenritterling, einen sehr schönen, seidig glänzenden Ritterling, der nur wenig riecht, essbar ist. Dann haben wir, wie schon erwähnt, die Lepista irina, Veilchenrötel-Ritterling mit einem süßlichen Geruch, der nach Veilchenwurzel riechen soll. Also es sollte am Geruch schön erkennbar sein, ist eine Lepista, das heißt, die Lamellen lassen sich von der Hutunterseite ablösen. Und die Leucobaxillus giganteus, den Riesenkrempentrichterling, den hatten wir auch beim letzten Mal, ein sehr großer Pilz, der in Wald und Wiese vorkommen kann mit einer kalkweißen Hutoberfläche, einer deutlichen Vertiefung. Auch essbar. Und den Mönchskopf-Trichterling in Fundibulizybe geotropa, der jetzt auch in diese Familie gehört, die wir gerade besprechen und den man sehr schön erkennen kann an diesem Höcker auf dem Hut, an dieser Huterhebung, kann man den ganz gut erkennen. Und den weißen Büschelrasling, Leucozybe conata, der rasig wächst, der eigentlich
ziemlich schwierig festzumachen ist an einem bestimmten Merkmal. Er riecht nach Lerchensporn und ein eindeutiges Merkmal ist, also wenn er nicht gerade so rasig wächst, ist es mitunter nicht so einfach. Ein ganz sicheres Merkmal ist, wenn man ihn mit Eisensulfat beträufelt, dann verfärbt er. Aber kommt als Pilz, Speisepilz ohnehin nicht mehr in Frage. Wir hatten als Speisepilz die Clitocybe odora, ist schön blaugrün gefärbt, ist dadurch klar erkennbar. Es gibt auch eine weiße Form von der Clitocybe odora und im Alter trocknet, wenn der Pilz trocknet, dann verschwindet diese blaugrüne Farbe und er wird komplett weiß und lässt dann so ein, unter Umständen so ein Muster zurück. Man sieht das hier schon angedeutet. Riecht nach Anis der Pilz, ist essbar. Der Anisgeruch ist allerdings sehr hartnäckig, also nicht nach jedermanns Geschmack. Man muss also Anis mögen, wenn man den Pilz isst. Und dann gibt es eine ganze Menge von Clitozyben, die vor allem im Herbst in den Wäldern vorkommen, teilweise schwierig zu unterscheiden. Eine Art, die relativ einfach festzumachen ist, ist die Clitocybe ditopa, der kleinsporige Mehltrichterling. Der ist so weiß-graulich, riecht nach Mehl, ist zart und kann dadurch eigentlich relativ leicht bestimmt werden, ist aber für Naturfreunde nichts zum Essen. Sehr ziemlich schwierig wird es bei der Clitocybe vipecina, dem Weichentrichterling, beziehungsweise bei der Clitocybe metacroa. Die werden teilweise ein bisschen unterschiedlich interpretiert und sind nicht einfach zu bestimmen, zumal unter Umständen, zumal der Clitocybe metacroa hygrophan ist, das heißt, er schaut bei Trocknen anders aus. Das deutet sich auch hier an. Also er wird komplett hell. Und die Mitte bleibt allerdings bräunlich und da kann man ihn dann eigentlich ganz gut erkennen. Als staubflüssiger Trichterling ist zu bemerken, dass man ihn oft ein bisschen an dem Stielende, an der Stielbasis dann erkennt. Hier sehen wir die Hygrophanität. Links ist ein Pilz im Trockenzustand und rechts habe ich einen kleinen Trick angewandt. Und habe den Pilz in ein Gefäß gegeben mit ein wenig Wasser. Innerhalb kurzer Zeit nimmt der Pilz das Wasser auf und zeigt dann die Farbe, wie er bei feuchtem Wetter aussieht. Also man sieht hier einen deutlichen Unterschied. Das hilft aber hier auch beim Bestimmen. Wir wissen also, wie der Pilz trocken ausschaut, wie er nass ausschaut. Das müsste sich hier aus dem Schlosspark Schönbrunn um eine Clitocybe agrestis, um einen Wiesentrichterling handeln, wobei hier allerdings die Riefung, die der Pilz haben sollte, nicht so deutlich gesehen habe. Aber es ohnehin auch als Speisepilz nicht, kommt dann nicht in Frage. Ja, wir haben hier ein kleines Häuflein von Lepisten, und zwar ist das die Lepista sordida, der schmutzige Rötelritterling. Eine sehr schöne Kollektion, die die Variationsbreite dieses Pilzes zeigt. Das ist also ein schmächtiger Pilz, der vom rosa-rötlichen Ton bis zu einem schönen lila Farbton reicht. Und wenn dann der Pilz so schön kräftig ausschaut und so schön violett ist, dann könnte man ihn für eine Lepista nuda, das heißt für einen violetten Ritterling halten. Zu dem kommen wir noch. Eine Verwechslung ist nicht tragisch, denn beide sind essbar. Und daher sollte das an sich ja kein Problem sein. Die Lepisten, die Rötelritterlinge, Trichterlinge, je nachdem, ob der Lamellenansatz eben mit einem sogenannten Ritterlingsgraben hier unterbrochen ist, bevor er an die Stielspitze anschließt, oder ob er herabläuft, kann man also von einem Rötelritterling oder von einem Röteltrichterling sprechen, so wie eben die Lepista nebularis, die ja jetzt eine Clitocybe nebularis ist. Und hier ist es eben ein richtiger Ritterling, bei dem man die Lamellen schön vom Hutfleisch lösen kann. Es gibt bei den Lepisten ungefähr 10 mittlere bis große Arten. Es
können, wie gesagt, Ritterlinge sein, das heißt, die Lamellen sind ausgebuchtet, oder Trichterlinge sein, das heißt, die Lamellen laufen herab. Die Lamellen lassen sich von der Hutschicht lösen und der Spornpulver ist nicht rein weiß, sondern ist etwas weniger etwas ins Cremefarbene bis ins Rosafarbene übergehen. Das Schöne ist, es gibt keine giftigen Arten dabei. Der Speisewert ist allerdings sehr, sehr unterschiedlich. Auch sie sind Saprobionten, das heißt, sie sind Zersetzer. Ja, hier haben wir den, wie schon erwähnt, Lepista nuda, den violetten Röttelritterling. Lepista nuda heißt auch übersetzt nackter Ritterling. Eine Idee dabei ist, dass er gelegentlich ganz gern verwechselt wird mit Schleierlingen, mit lilafarbenen Schleierlingen, aber man sieht deutlich, er hat keinen Schleier. Also er ist nackt ohne Schleier. Ich hoffe, ich denke, das ist vielleicht die Idee bei der Lepista nuda Namensgebung gewesen. Und die Lamellen bleiben so lila, wie sie jetzt hier sind. Das heißt, die verfärben sich nicht weiter. Hat zur Folge, dass der Spornstaub weiß ist oder cremefarben ist, aber nicht braunsporend ist, so wie bei den Haarschleierlingen. Und an sich ist die Lepista nuda ja ein beliebter Speisepilz. Ich muss allerdings auch hier auf Belastungen durch Quecksilber und Blei hinweisen. Das heißt, nicht so häufig essen. Was man auch für eine Lepista halten könnte, zumindest mir passiert das immer wieder, dass ich die ohnehin eigentlich nicht so häufige Art hier, den würzigen Tellerling, als Lepista, für einen Lepista halte. Aber es handelt sich hier um eine Zlidopilus, das heißt, das ist zum Mehlpilz in eine Gattung gekommen, ist also mit Mehlpilz verwandt und ist an sich ein guter Speisepilz und man sieht hier schon an den Lamellen, dass es sich um rosa Spornpulver handelt. Der Pilz hier ist schon ein wenig durch die Trockenheit mitgenommen, daher sieht man also die eher fleischrötliche Grundfarbe hier nur mehr angedeutet. Und wie gesagt, also jung ist der Pilz eher fleischrötlich und wird erst später dann so bräunlich und ist dadurch nicht immer leicht zu erkennen. Ja, wir sind hier bei der Lepista flaccida, beim fuchsigen Rötelritterling. Der auch zu den Lepisten gehört, und aber wie eine Zlitozybe aussieht. Und der sehr leicht verwechselt werden kann mit dem Infundibulizybe gibba, mit dem ockerfarbenen Trichterling und auch mit der Zlitozybe costata, einem sehr ähnlichen Pilz. Man erkennt an sich die Lepista flaccida, erkennt man ganz gut an dieser speckigen Hutfarbe. Sollte die eigentlich ganz gut erkennbar sein. Manchmal hat der Pilz so was, wenn er nicht so speckig ist, wenn er mehr trocken ist, dann hat er oft so marmorierte Wasserflecken. Und dann kann man unter Umständen von der Varietät Gilva, vom wasserfleckigen Rötelritterling sprechen. Und man muss von diesem Pilz, der früher ein Mischpilz war, muss man abraten. Es hat Unverträglichkeiten gegeben. Und außerdem, wenn das nicht genügt, sich abzuschrecken, dann muss man hinweisen, dass es einen ziemlich seltenen Pilz aus wärmeren Gebieten gibt, der vielleicht zu uns zuwandert, vielleicht einen zukünftigen Neophyten, die Zlitozybe Amoenolens, eine giftige Art, der parfümierte Trichterling, der sehr unangenehme Vergiftungen hervorrufen kann. Also wir sehen hier noch einmal eine Lepista flaccida, diesmal etwas hellerer Ton. Und eine Verwechslungsmöglichkeit hier mit diesem
kerbrandigen Hutrand und mit diesem dunkleren Stiel, der ungefähr die Farbe vom Hut hat, unterscheidet sich diese Clitocybe costata unter Umständen deutlich genug vom Doppelgänger von der Infundibulicybe gibba, die einen helleren Stiel hat und keine gekerbten Hutränder. Das ist hier eine klassische Clitocybe und wäre an sich wäre auch die Clitocybe costata essbar. Aber wie gesagt, wir warnen vor dem Clitocybe amoenolens. Es gibt ein paar Funde. Bisher im Wienerwald und im nördlichen Burgenland gab es einen Fund. Ein Pilz, der aus wärmeren Gegenden kommt, der irgendwie ähnlich ausschaut wie unsere Lepisten und Clitocyben, die wir jetzt gesehen haben, wo man der an sich anders riecht und wo man also als wenig geübter Sammler eigentlich gewarnt sein sollte, dass man da sich eher fernhält von solchen Pilzen. Also diese Art ist ziemlich giftig. Was die Vergiftungserscheinung ist, ist das Problem dabei, dass die Vergiftungserscheinungen sehr lange andauern und sehr schmerzhaft sind. Also wir sprechen hier von wochenlangen, sehr heftigen, sehr starken Schmerzen, und das Vergiftungsopfer in den Wahnsinn treiben können. Wir kommen zu der nächsten Familie, zur nächsten Gattung, die eigentlich auch mittlerweile keine einheitliche Gattung mehr ist, die Kolibia, die Rüblinge. Man hat die Rüblinge, die Kolibien aufgespalten in die Gattung Kolibia, wo es bei uns heimisch nur mehr drei oder vier Arten gibt. Und dann gibt es zahlreiche kleinere Rüblinge mit dem Namen Gymnopus, Blastsporrüblinge. Und dann gibt es ein paar größere Rüblinge, die man unter der Gattung Rhodocolibia, Großrüblinge, zusammengefasst hat. Einige haben nicht ganz weiße Sporenpulver, der Sporenpulver geht Richtung rosa, daher auch die Bezeichnung Rosasporrüblinge, unter anderem. Und wie gesagt, die Pilze können klein sein, das sind die Kolibia und die Gymnopus-Gattungen, oder auch mittelgroß, das sind dann die Rhodocolibia-Arten. Der Hut ist meist elastisch, glatt, ist flacher, der Hut ist flacher als bei Hämlingen, dadurch kann man die kleineren Arten von den Hämlingen ein bisschen unterscheiden. Das Hutfleisch ist dünner und vor allem zum Unterschied von den Hämlingen ist der Stiel biegsam, knorpelig, im Alter innen wattig. Das ist also ein deutliches Unterscheidungsmerkmal zum Mycener. Auf die Stielbasis muss man achten, die ist hat oft einen Mützelfilz, ist striegelig. Die Lamellen sind teilweise, können sogar ein wenig frei sein. Das Sporenpulver ist nicht einheitlich weiß, also sind nicht ausschließlich Weißsporer hier. Und sie sind ebenfalls alle Saprobionten und Speisepilze gibt es ja auch keine, aber auch keine Giftpilze. Wir haben ca. 35 Arten, alle zusammen, alle drei Gattungen zusammen. Bei den Kolibien gibt es nur mehr drei oder vier Arten, alles andere hat man aus der Gattung Kolibia hinaus in andere Gattungen geschoben. Und eine davon ist die Kolibia tuberosa, der braunknollige Zwerg-Sklerotien-Rübling. Und das Merkmal hier ist, dass man, wenn man den Pilz findet, er wächst hier auf alten Pilzresten, kann aber auch auf Erde sein, wenn von den Pilzresten fast nichts mehr übrig ist. Und wenn man ein bisschen gräbt, dann sieht man solche kastanienbraunen, glatte Knöllchen hier, die sogenannten Sklerotien. Daran ist dieser Pilz gut erkennbar, denn eine andere Art, die Kolibia cirrata, hat das nicht. Beziehungsweise gibt es eine andere Art noch, die ein gelbliches Sklerotium hat. Also wenn man ein bisschen grabt, leicht erkennbar. Eine sehr häufige Gymnopus-Art ist Gymnopus confluens, der knopfstielige Rübling. Das ist wirklich eine Art, die man fast bei jedem Pilzgang im Sommer
bis zum Herbst hinein findet. Und man erkennt diesen Rübling, der kein eigentümliches Merkmal zu besitzen scheint, erkennt man, wenn man den Hut abbricht. Man sieht das hier, wenn man den Hut abnimmt, dann reißt man etwas mit, was am Stiel hängen bleibt. Und das schaut dann so aus wie ein viereckiger Knopf. Daran ist dieser Pilz dann gut zu erkennen. Ist kein Speisepilz. Das Gleiche gilt dann, auch hier könnte man dieselbe Probe machen. Der Pilz schaut ein wenig anders aus, ist frischer, ist jünger, andere Wachstumsbedingungen. Trotzdem handelt es sich wieder um Gymnotus confluens. Hier habe ich ein Bild mit aufgenommen, das den Unterschied zwischen einer Marasmius und einer Gymnopus zeigen soll. Das Interessante hier ist, dass beide Pilze ungefähr zur gleichen Zeit wachsen, nämlich im Frühsommer. Rechts handelt es sich um den sehr bekannten Nelken- oder Feldschwindling, Marasmius aureates. Und links handelt es sich um Gymnopus triophilus, den Waldfreund Rübling. Der wurde in eine ganze Reihe von Arten aufgespalten, weil man darauf gekommen ist, dass es feine Unterschiede gibt. Es gibt welche mit grünlichen, mit gelblichen Lamellen. Dieser hier, der gemeine Waldfreund Rübling, hat in unterschiedlicher Varietät, Farbbreite, von Ocker bis fuchsig rötlich eine Hutfärbung, wobei Mitte dann dunkler wird. Und sehr interessant ist auch, dass die Lamellen bei Rüblingen sehr oft sehr dicht sind. Ja, das ist also auch ein ganz gutes Merkmal. Helmlinge und Marasmien haben in der Regel keine so dichten Lamellen. Man sieht hier beim Marasmius aureates, dass die Lamellen sehr breit auseinander sind. Und das sieht man hier auf diesem Bild sehr schön. Das ist aber jetzt für Rüblinge, sind also engstehende Lamellen kein entscheidendes Kriterium. Denn der brennende Rübling, der Gymnopus peronata, hat breitere Lamellen. Also man sieht hier schon, dass die Lamellen nicht sehr dicht sind, und wenn der Pilz älter ist, sieht man das noch deutlicher. Also da sind die Lamellen nicht so dicht, also es ist kein absolut sicheres Merkmal, aber ansonsten ist das eine ganz typische Rüblingsart mit dieser Ausprägung, mit diesem flachen Hut und mit diesem Stiel, der unten ein wenig strickelig, filzig ist. Das ist ganz, ganz charakteristisch. Und den brennenden Rübling, der schaut mitunter recht unterschiedlich aus, vor allem weil er sich gut hält. Also wenn das Wetter trocken wird, also der kann tagelang durchhalten und kann dann, wenn es wieder feucht wird, wieder aufquellen, dann verändert sich die Farbe, dann schaut er unter Umständen anders aus. Er ist immer, wenn man ihn nicht erkennt, dann muss man Dann kann man ihn kosten und er schmeckt brennend scharf. Also dann ist das eine sichere Möglichkeit, ihn zu erkennen. Bei den Großrüblingen haben wir hier den gefleckten Großrübling, Maculata, Rhodotype, Rhodocolybia maculata, der ebenfalls sehr dichte Lamellen hat und ist ein mittelgroßer Pilz, kann, wie hier ersichtlich, kann in Büscheln wachsen, kann auch einzeln wachsen, kann relativ groß sein, ist immer so schmutzig weiß mit einem bräunlichen Einschlag, oft ein bisschen rostfleckig oben, das ist ganz typisch, wächst oft zu einer Zeit, wo man keine anderen Pilze findet, ist dann eine Enttäuschung, weil er natürlich kein Speisepilz ist. Einen sehr, sehr häufigen ist der Rhodocolybia putracea, den Butterrübling, den man massenhaft im Nadelwald finden kann, beginnend im Herbst. Und hier haben wir eine graue Varietät, die Asama, die normalerweise ist der Hut mehr rotbräunlich.
Und hier haben wir einen anderen Rübling, der aber eigentlich mit unseren Rüblingen jetzt nichts gemein hat. Die deutsche Bezeichnung ist hier irreführend, weil der Pilz gehört woanders hin. Aber es handelt sich hier um eine einzelne Art, die sehr häufig vorkommt und die charakteristisch ist, die sehr leicht zu erkennen ist. Und daher bringe ich sie hier als eine von wenigen dieser riesigen Pilzflut, die in diesem weißsporigen Konvolut dabei ist. Man findet also den beidblättrigen Rübling relativ häufig, ist erkennbar an den grau bis braune Hutoberfläche, die ein wenig so schiefrig ist. Und am Stiel unten hat man sogenannte Rhizoide, das sind so wurzelförmige Endungen an der Stielbasis. Man sieht das hier auch ein bisschen und man sieht hier, der Pilz kann relativ groß werden. Kann, wie man hier sieht, kann die Hutfarbe ins Braune übergehen. Essbar ist der Pilz nicht. Er widersetzt sich Essversuchen, weil er praktisch nur Haut und Knochen ist. Das heißt, man hat hier keine vernünftigen Weichteile, die man verwenden könnte. Auch nicht essbar, aber sehr, sehr häufig im Buchenwald ist die Xerula radicata, auch nach deutscher Namensgebung ein Rübling, gehört aber auch woanders hin. Der wurzelnde Schleimrübling, auch ein Einzelgänger. Es gibt also, das sind also Gattungen, die nur aus einen oder wenigen Arten bestehen. Und auch diese hier zeige ich, weil sie wirklich sehr, sehr häufig vorkommt. Auch geläufig, weil im Winter doch Pilze relativ auffallen, wenn sie im Winter wachsen, bei Tauwetter. Wenn man da welche an Baumstümpfen sieht, es handelt sich dann oft um den Samtfußrübling, Winterrübling. Hier handelt es sich um einen schön erkennbaren Esspilz, der allerdings mittlerweile auch auf verschiedene Arten aufgespalten wurde. Und eine davon kommt im Sommer vor, aber ist relativ selten, Flamulina finale. Und sind an und für sich alle diese Samtfußrüblinge recht leicht zu erkennen an der charakteristischen Hutfarbe gemeinsam mit diesem Stiel, der so schwarzsamtig bereift ist, auch in der unteren Hälfte. Und man sieht hier auf diesem Bild noch einen zweiten Pilz, Cellaria hypoxylon, die geweihförmige Holzkeule, die hier zufällig am Bild ist und die hier auch vorgestellt sein sollte. Die ist wirklich sehr, sehr häufig ganzjährig zu finden, auf Holzstümpfen jeder Art. Ein sehr schöner Pilz, porzellanartig, glasartig, wird sehr leicht entdeckt und ein hübsches Fotomotiv mit Citula mucida, früher Odemansiella melanotricha, der beringte Buchenschleimrübling, ist im Buchenwald häufig zu finden, ist wie gesagt ein Eyecatcher, aber kein Esspilz. Auch eine Einzelart in einer Gattung. Noch Rüblinge. Die Rüblinge werden jetzt immer kleiner. Wir haben hier Rüblinge, die auf Zapfen wachsen. Man kann das nicht unbedingt immer deutlich sehen, weil zum Teil die Pilze auf Zapfenresten wachsen oder weil die Zapfen schon im Boden vergraben sind. Es handelt sich hier um Strobilurus esculentus, den Fichtenzapfenrübling. Ein typischer Frühlingsschwamm, ist essbar und trotz seiner Kleinheit kann es sich auszahlen, ihn zu sammeln, weil er oft in Massen vorkommen kann und man lässt die Stiele weg und verwendet nur die Hüte. Man muss nur schauen, dass man ihn nicht verwechselt mit einer nach Chlor riechenden Helmlingsart. Und es gibt dann noch zwei weitere Zapfenrüblinge, die zur selben Zeit ungefähr wachsen können. Kiefernzapfenrüblinge, also auf Kiefernzapfen, wobei einer davon bitter schmeckt. Hier noch einmal ein Bild von Strobilurus esculentus.
Verwechseln könnte man ihn mit dem Mäuseschwanz, Winterrübling, Polspora myosura. Aber an sich sollten die ja nicht zur gleichen Zeit vorkommen. Denkbar wäre es, wenn man also sehr frühe Fichtenzapfenrüblinge findet und dann und es dann noch immer den Polspora myosura gibt, der an sich dichtere Lamellen hat als der Fichtenzapfenrübling. Ja, noch eine Gattung, die ebenfalls in unser Schema passt, nämlich mit weißen Sporen und mit Lamellen, die am Stiel angewachsen sind, die Armillaria, die Hallimasch. Früher hat es einmal nur einen Hallimasch gegeben und mittlerweile, also schon einige Jahrzehnte her, hat man begonnen, die Hallimasch-Arten aufzuspalten in einzelne klar unterscheidbare Arten. Nicht alle sind leicht voneinander zu trennen, man ist mittlerweile auf 8 Arten gekommen. Sie sind mittelgroß, sie sind ja honiggelb, wir wissen ja, dass Honig eine recht unterschiedliche Farbe haben kann und genauso kann der Pilz, die Hutfarbe kann ganz unterschiedliche Gelb-Brauntöne haben. Sehr oft, bis auf eine oder zwei Arten, wächst der Pilz büschelig, fast immer wächst er auf Holz. Also es gibt eine Art, die auf Boden wächst, der Stiel hat einen Rind, der Hut ist schuppig. Man kann Hallimasch essen nach Vorbehandlung, aber auch hier gibt es fallweise Unverträglichkeiten. Das ist der eigentliche honiggelbe Hallimasch, Armillaria melea, hier aus dem Schlosspark Schönbrunn, ein ganz typischer Standort, nämlich diese Art hier wächst auf Laubholz und ist auch insofern leicht zu erkennen, sie ist immer büschelig, also es sind immer mehrere, eine ganze Anzahl von Exemplaren sind auf einem Büschel beisammen und die Hüte haben nur ganz feine Schuppen und man sieht, dass sie ein wenig ins olivgelbliche Farbton ausschlagen. Unterscheidet sich demnach deutlich von dem dunklen Hallimasch, wie er in Fichtenwäldern hauptsächlich vorkommt, wie auf Nadelholz vorkommt, sind hier besonders kräftige Exemplare und sind deutlich geschuppt und die können also im Nadelwald können die sehr große Populationen zur richtigen Zeit haben. Und wenn dann die Hallimasch auch noch lebende Bäume befallen, was durchaus möglich ist, dann werden sie zu Forstschädlingen, sind sie gefürchtete Forstschädlinge. Manchmal werden Hallimasche verwechselt mit Schüpplingen, insbesondere also die Foliota squarosa, den sparrigen Schüppling. Aber sieht nur auf den ersten Blick ähnlich aus, denn der sparrige Schüppling ist ein Dunkelsporer, hat also einen braunen Sporenpulver und man sieht, dass die Lamellen sind hier noch sehr hell, werden aber dann im Reifezustand immer dunkler, brauner und der Pilz ist, sieht man hier nicht so deutlich, man hat mitunter recht strohgelbe Farben und die Schuppen heben sich deutlich ab vom Stiel. Einen Pilz, einen kleinen, den man relativ häufig finden kann, sind hier so kleine Pilzchen, die man auf Wiesen findet. Im Moosen sind ganz kleine, filigrane, leuchtend gelbe, die sich dadurch auch auszeichnen, dass der Hut eine Vertiefung hat, eine Nabelung hat. Und auch hier handelt es sich um, also der Pilz kann leicht übersehen werden, aber es handelt sich hier um eine sehr häufige Art und darum stelle ich sie hier auch vor, mit sehr wenigen Arten in der gesamten Gattung Ricanella. Eine davon, eine seltenere ist, hat einen violettlichen Stiel und namensgebend im Deutschen ist so diese Hutvertiefung, die Nabelung.
Früher hatte es eine große Gattung um Omphalina, Nabelinge gegeben, aber es hat sich herausgestellt, also sind, in der Regel sind es kleine bis sehr kleine Pilze. Der Hut ist trichterig, ist genabelt, die Lamellen laufen herab, aber man hat hier eine Reihe von Pilzen als Omphalina zusammengefasst, die nicht zusammengehören. Und daher sind, dank auch der phylogenetischen Erkenntnisse, sind diese Pilze mittlerweile in zahlreiche andere Gattungen aufgesplittert. Und was heute noch als Omphalina innerhalb der Ritterlingsartigen gilt, sind sehr seltene, sehr wenige, sehr seltene Kleinodien, auf die man speziell Acht geben sollte als Naturfreund. Noch ein Nabeling, der sehr häufig ist, der gesellige Glöckchennabeling. Auf Holz sehr häufig zu finden, kann man sehr schön erkennen. Das Foto hier sagt alles. Er ist ein bisschen genabelt in der Hutmitte. Er ist gerieft. Er ist so bräunlich, hellbräunlich. Der Stiel ist dunkelbräunlich und sehr häufig im Nadelwald zu finden. Jetzt haben wir nicht mehr viel, ein paar Kleinarten noch. Marasmius, Schwindlinge sind ebenfalls weißsporende Arten, weißsporende Pilze, sind klein bis sehr klein. Das Fleisch ist zäh, elastisch, quellt feucht wieder auf, daher auch der Name Schwindlinge. Der Hut ist glatt, meist feinsamtig, runzelig. Die Hüte sind ebenfalls flacher wie bei den Hämlingen mit Zehner. Der Stiel ist elastisch, steif, dünnes Hutfleisch. Sind Saprobionten, sind auf Toten, auf Ästchen, auf Fichtennadeln, auf kleinen toten Pflanzenmaterial, auf Holzresten. Und es gibt, obwohl die Pilze klein sind, gibt es größere Arten. Gibt es den Nelkenschwindling, der essbar ist, und den Knoblauchschwindling, den man unter Umständen essen kann. In beiden Fällen nimmt man nur die Hüte. Es gibt ca. 20 Arten. Einige sind selten. Und wir kommen noch dazu, man hat aus der Marasmus-Gattung hat man einige Arten herausgeschält, die anders zugeordnet werden. Wir kommen dann noch auch dazu. Aber ja, eine Großaufnahme vom Nelkenschwindling. Der Halsbandschwindling, eine fotogene, eine mikrofotogen sehr schöne Art. Wir haben hier ein spezifisches Merkmal, das ist dieses sogenannte Collar. Das heißt, die Lamellen werden kurz bevor sie mit zum Ring kommen, werden sie in einem Reifen zusammengeführt, und es gibt zwischen der Stielspitze und diesem Ring gibt es einen Abstand. Und das, man nennt das hier Collar, das ist ein ganz wichtiges, typisches Merkmal für diese Marasmien. Ja, und da haben wir hier auch zwei Pilze, die ganz so ähnlich aussehen. Und das waren im Frühjahr Schwindlinge. Wobei wir rechts haben wir hier den Stinkschwindling, ja. Und links haben wir den Rosshaarschwindling. Sind also beides sehr, sehr ähnliche Schwindlinge. Der eine war also früher Teil der Stinkschwindlinge und der andere war also Teil der Schwindlinge. Und man hat diese beiden Arten jetzt zu den Gymnopus dazugetan, neuerdings. Aber für den Pilzbestimmer, für den angehenden Pilzfreund, ist dieser Pilz im Bestimmungsbuch, im Bestimmungsschlüssel eigentlich unter den Schwindlingen gut aufgehoben. Ja? Wobei es hier, wie gesagt, eine Untergattung Stinkschwindlinge gilt. Man kann die Pilze, diese beiden hier, ganz gut unterscheiden. Der rechte stinkt, wie gesagt, wenn man ihn zerreibt, stinkt er nach altem Kohl. Und er ist auch so unterschiedlich. Man sieht, dass der Stiel etwas samtig ist, zum Unterschied von hier.
Und außerdem ist der Stinkschwindling weniger gefurcht wie der Rosa-Schwindling. Ja, noch eine Kleingattung und damit sind wir dann schon ziemlich am Schluss von der ganzen Session. Mycena, Helmlinge, ist eine artenreiche Gattung mit etwa, wenn man alles dazu zählt, was sehr nahestehend ist, ca. 140 Arten in Österreich, sind alle sehr klein, bis auf ganz wenige Ausnahmen, nicht so klein sind, kann man sie leicht übersehen. Einige sind sehr, sehr häufig. Es gibt einige wirklich massenhaft vorkommende Arten. Es gibt aber auch zahlreiche recht seltene Arten, auf die es wert wäre zu achten, weil sie auch in nicht so gängigen Habitaten vorkommen. Typisch ist, der Helm ist eher so halbkugelig, helmförmig. Also der deutsche Name ist nicht so schlecht gewählt. Das Hutfleisch ist sehr dünn. Und von anderen so kleinen Pilzchen, wie wir sie vorher schon hatten, Gymnopus, Marasmius, unterscheiden sich die Helmlinge durch den dünnen, hohlen Stiel. Während man bei den anderen kleinen Gattungen den Stiel drehen, biegen und so weiter kann, bricht bei den Helmlingen der Stiel meistens sehr rasch ab. Und ist also wesentlich zerbrechlicher. Und hier gibt es auch keine wesentlichen Speisepilze, auf die man hinweisen müsste, sehr wohl aber einige Giftpilze mit Muskarinhaltig. Einige Helmlinge kann man recht gut erkennen und unterscheiden, überhaupt wenn sie Milchsaft führen, wenn sie gefärbte Lamellenschneiden haben, wenn sie einen bestimmten Geruch haben. Man kann auch auf das Substrat achten, ob sie auf einem Substrat wachsen oder auf der Erde wachsen. Und man sollte immer auch ein bisschen, wenn man den Helmling nicht gleich erkennt, auf die Stielbasis achten. Normalerweise wäre der Pilz als erstes vorzustellen, der Rettichhelmling, Mycena pura. Denn das ist einer der häufigsten Pilze, den wir auch in der Pilzdatenbank als solchen haben und den man fast bei jedem Pilzgang, vor allem im Laubwald oder im Mischwald, einem immer wieder über den Weg läuft. Wenn man einen Rettichhelmling findet und der ist nicht so rosa oder lila wie der echte Rettichhelmling, lohnt sich es genauer hinzuschauen, überhaupt diese etwas fahlere Art, sollte man sich die Lamellen anschauen, denn wenn man ein bisschen genauer schaut, sieht man, dass die Lamellenschneiden schwärzlich sind. Und daher handelt es sich hier um eine von Mycena pura separate, gute Art, die Mycena peleantina, den schwarz gezähnelten Rettichhelmling. Rettichhelmlinge sind giftig. Leider ist in alten Pilzbüchern Rettichhelmlinge oft noch drinnen als essbare Mischpilze. Aber das ist wirklich ein Pilz, der sehr viel Muskarin enthält. Ein sehr häufiger Pilz auch, eine sehr häufige Mycena ist die Mycena galariculata, die überaus häufig auf Holz zu finden ist. Und das beginnt schon im Frühjahr. Und er geht nicht nur auf Totholz, sondern auch auf Lebendholz, wenn sich dort eine offene Wunde zeigt. Also hier an einem lebenden Birnbaum kommt dieser Pilz heraus. Und erkennbar ist ein überdurchschnittlich großer Pilz für diese Gattung Mycena. Und man erkennt ihn am besten an den rosa färbigen Lamellen, die sich allerdings nicht immer gleich zeigen. Also oft benötigt es eine längere Zeit, bis die Lamellen ins Rosa kommen. Und wenn die Lamellen also weiß sind, dann ist es ein bisschen nicht so klar. Was auch typisch ist für die Mycena galariculata, aber oft nicht kommt, ist diese aderige Hutoberfläche. Oft gibt es diese Hutadern gar nicht oder oft nur ganz wenig, aber wenn man sie findet, dann kann man
den Pilz ziemlich sicher daran dingfest machen. Eine sehr häufige Mycena ist Mycena zephyrus, rostiger Hämling, der im Herbst die Wälder richtig gehend überzieht mit seinen zahlreichen Exemplaren und wäre an sich schwer zu erkennen, weil er wirklich, also abgesehen von der Hutriefung, könnte man ihn wirklich nicht so einfach dingfest machen. Allerdings verfärben sich ältere Exemplare recht rostig, haben so Rostflecken auf dem Hut und daher ist der deutsche Name durchaus passend und es kann sehr gut erkannt werden daran. Auch eine sehr häufige Art. Sehr leicht zu erkennen und ein Vertreter aus dem Buchenwald, also Minerwald, sehr häufig zu finden, Mycena crocata, der gelbmilchende oder safranmilchende Hämling mit dieser gelblich-orangen Milch, die es heraustropft, wenn man den Pilz anschneidet. Ja, Lamellen schneiden können ebenfalls ein gutes Merkmal sein. Hier haben wir Mycena aurantiomarginata, den orangeschneidigen Hämling, den man auch dann sofort an den Lamellen schneiden schön erkennt. Ein Farbtupfen im Nadelwald, obwohl man hier, also ist eigentlich ein Nadelwaldpilz, obwohl man hier Laubblätter sieht und auch diese Rhizoiden, diese Fädchen hier an der Stielbasis sind orangefarben. Ja, auch ein sehr häufiger Hämling, der dehnbare, überhäutete Hämling mit Mycena epipterygia, erkennbar an dem gelblich-klebrigen Stiel, der dann, wenn der Pilz älter wird, schwächer wird. Das ist eine sehr häufige Art, wenn feuchtes Wetter ist im Herbst. Ja, wir sind so ziemlich am Ende. Was uns jetzt noch fehlt, sind die Lacaria. Wie beim vorigen Vortrag erwähnt, gibt es Pilze, die schön bunt sind und breite Lamellen haben, aber nicht zu den Wachsblättlern gehören. Und das sind eben hier diese Lacaria-Arten, sehr fotogen und sehr leicht zu erkennen, der violettliche Lackpilz, Lacaria amethystina. Also es sind einige Pilze, sind insgesamt 7 Arten ungefähr, weil die rötlichen Arten sich nicht so leicht zu unterscheiden lassen. Die Pilze, die lila Art ist sehr leicht zu erkennen. Die Farbpalette geht von rosa bis rötlich-braun. Die Lamellen sind dicklich, wachsartig entfernt, sind aber wie gesagt keine Wachsblättler. Und die Hüte sind genabelt, können aber auch gewölbt sein. Und wenn die Pilze älter sind und wenn die Bedingungen gut passen, dann wird der Rand schön wellig und aufgeworfen. Und die Pilze sind hygrophan. Wenn sie älter werden und wenn es trocken wird, dann werden sie ganz weiß. Sie sind essbar, aber schwermetallbelastet. Eine der häufigsten Arten, wirklich eine sehr häufige Art aus der Datenbank, Lacaria tetraspora. Früher waren die rötlichen Lacktrichterlinge alle einheitlich. Früher, einige Jahrzehnte früher, gab es also nur die Lacaria lacata, aber man ist draufgekommen, dass es eine Reihe von Unterschieden gibt, dass es eine Reihe weiterer Arten gibt, die sich deutlich unterscheiden und man hat den rötlichen Lacktrichterling in verschiedene Arten aufgespalten. Aber das hier ist eine der am häufigsten vorkommenden rötlichen Lacktrichterlinge. Ja, ich bin so ziemlich fertig mit der Präsentation. Hier noch ein Verweis, woher die Bilder kommen und ein Hinweis. Ich habe mich bemüht, das Material gut zu recherchieren und richtig darzustellen, aber ich bin nur ein Laie und es kann mir immer wieder da ein Fehler passieren. Und dafür entschuldige ich mich im Vorhinein, vielleicht ist irgendetwas unklar oder nicht ganz richtig gewesen. Aber ich hoffe, dass es ein guter Überblick ist.
Ich schließe mit einem sehr schönen Bild von der Lacaria amethystina, eine sehr photogene Art, und weise hin. Ich glaube, wir haben jetzt eine Woche Pause. Am 8. März geht es weiter und wir haben dann die Hauptversammlung vom Verein und anschließend gibt es einen Film zu schauen. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache. Dankeschön.